Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Ja, wir sind immer noch irgendwie gerade durch die Geisterstadt und immer noch auf dem Weg dabei, den Entführer unserer Frau zu treffen und ihm wohl das Manuskript zu übergeben, das ja, er halt einfordert, er halt haben möchte und wir scheinbar auch dabei haben. Was? Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Okay, ich weiß nicht genau. Hier sind noch wieder diese Zeichen. Allerdings jetzt kein Pfeil oder sowas. Ich kann daher jetzt auch nicht so genau sagen, was die Bit A. Hat sich erledigt. Leuchtpistole, Munition. Die können wir gut gebrauchen. Eine Leuchtpistole. Wie viele Kugeln haben wir denn da jetzt? 6. Sehr gut. Und ich weiß noch immer nicht, ob es ein Fehler war, die Pumpgun nicht gegen das Jagdgewehr zu tauschen. Das wird sich dann herausstellen. Irgendwo dort hinten müssen wir doch angefangen haben, ne? Dort sind wir doch bei Tagesanbruch irgendwie, ne? Könnte sein, dass das da hinten irgendwo war? Naja. Ich muss sagen, dafür irgendwo, dass da jetzt, ich schätze mal, die halbe Nacht irgendwo für drauf gegangen ist, ist das nicht sehr weit. So diese Wegstrecke, die man zurückgelegt hat. Wenn man aber bedenkt, dass es zwischendurch einfach immer noch Komplikationen mit irgendwelchen Dämonen und Besessenen gibt, ist das doch... naja. Vögel. Gut, dann machen wir die platt. Irgendwie. Wie wär's damit? Aber die müssen ja wohl erst, glaube ich, irgendwie herkommen, ne? Ja, Ladung Schrot reinballern. Das ist ja... naja, komm, gehen wir weiter. Wahrscheinlich werden wir gleich auf diesen dünnen Steg angegriffen. Wuhu! Hätten wir die jetzt mit der Leuchtmunition alle komplett wegbekommen? Ich möchte die so ungern verschwenden, die ist so arschgut, die Munition, und naja. Wow. Zieht bloß ab, ihr Arschgeigen. Danger, ja, Danger. Hier ist alles Dünger. Genau das wollte ich nicht. Ich wollte nicht in diese scheiß Minen rein. Ich hab's gehofft, nicht in diese Mine zu müssen. Fick dich, Spiel, leck mich doch. Boah, fick dich! Tunnels Goldu Cauldron Lake. Und irgendwas ruft uns hier? Halt die Schnauze! Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Halt die Fresse!
Oh, ich krieg gerade so Paranoia. Hier ist inzwischen auch Nacht. Es ist dunkel, es ist ruhig. Ohne jede Vorwarnung schlug der Kopfschmerz in meinem Gehirn ein. Was war das? Ist das, weil wir einen anderen Weg gehen, als wir vielleicht gehen sollen? Ich will hier raus. Ich die Silbermine verlassen. Ja. Was zur? Oh, ich will mir reicht's. Nichts wie raus hier. Ja, will ich ja. Da ist doch ein Manuskript. Das lesen wir. Vielleicht wissen wir in etwa oder können vielleicht erahnen, was passiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh fuck, 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 fick dich. Also, nee, wirklich gut gemacht. Wenn dem Spiel wirklich so die Muffe geht, weil es unter die Haut geht, dann wirklich gut gemacht. Die Jäger waren groß und stämmig, selbstsicher und mit den Wäldern vertraut. Sie fühlten sich gut und unterhielten sich bis in die Nacht mit Bier und Geistergeschichten. Doch es nützte ihnen nichts, dass sie das Dunkel tief in eine Finsternis zog, die schlimmer war als jede Geistergeschichte, die sie je gekannt hatten. Okay, das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Wasser. Falscher Weg. Manuskript. Gibt's hier denn nur das Manuskript und sonst keinen anderen Weg hier weg? Es scheint so. Pass auf, wir müssen das Manuskript ja jetzt nochmal lesen. Sonst haben wir es halt nämlich nochmal drinnen. Besessene Jäger? Nee, doch nicht. Hö, wir haben es doch gerade. Na gut. Gut, und jetzt weg hier. War halt besser nicht rennen, ne? Sonst geht die Ausdauer flöten und dann. Und dann die Musik dazu, ne? Es ist wirklich sehr, sehr atmosphärisch hier unten. Aber ich glaube, man muss es auch selber spielen, um halt auch wirklich drinnen zu stecken und es zu verstehen, es wirklich besser zu fühlen, anstatt jetzt wirklich nur zuzugucken und sich zu denken, ist doch Pillepalle. Es ist immer ein Unterschied, selber drin zu stecken in irgendeiner Form, als es sich halt irgendwie nur anzusehen. Ich glaube, es ist auch ganz anders ein Horrorfilm. Oh, meine Katze. Mietz? Würden Sie bitte, Monsieur? Dankeschön. Ich glaube, es ist auch ein ganz anderes Feeling, in einem Horrorfilm mitzuspielen, anstatt ihn sich einfach nur anzusehen halt. Und ich glaube, was halt noch wirklich krass wäre, ist, jetzt durch diesen ganzen VR-Mist halt, klar, es ist noch nicht ausgereift und so weiter und so fort, aber es gibt da schon viele, viele coole Horror-Games für. Und warum nicht auch einfach mal einen Horrorfilm in VR drehen? Ich glaube, das wäre nochmal so richtig krass. Sowas wie zum Beispiel The Blair Witch Project könnte ich mir super als VR vorstellen. Dass einem da die Muffe geht. Selbst hinter den geschlossenen Türen und Vorhängen seines schmutzigen Zimmers im Majestic, dem hiesigen Motel, spürte Nightingale die Blicke der Einheimischen, den eisernen Druck ihres Urteils. Er verdrängte es. Sie konnten alle längst unter Wakes Bann stehen. Man tut, was man muss, um den Job zu erledigen. Die Flasche in seiner Hand spendete ihm Trost. Bitte, dachte er, lass mich das nur durchstehen. Ja, ich glaube, der Mann ahnt auch ein bisschen was. Also der FBI-Agent. Siehste, Jagdgewehrmunition. Vielleicht hätten wir wirklich das Jagdgewehr mitnehmen sollen, statt die Schrotflinte. Dann zum Verlassen der Silber. Alter, das ist ja. Der Kerl ist ja riesig. Ah!
verbrate hier jetzt die ganze Leuchtmunition, wenn es sein muss. Ja, den hole ich mir noch. Gar nichts los. Hey. Angst ist ein Fremdwort. Die Silbermine verlassen. Und dann schützt er der blöde Tunnel ein. Leck mich doch. Oh, wie schön, da gibt's Kaffee. Wo geht's hier hin? Ich krieg's jetzt wahrscheinlich echt fertig. Ich hasse solche Dungeons. Ich krieg's nämlich immer fertig, mich zu verlaufen. Um dann zu spät zu checken, so, hey, hier war ich doch schon, das kennst du doch. Ich will hier nicht sein. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Mhm. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Dummerweise auch eine Fackel verbratet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Kannst du mir irgendwie nicht vorstellen? Geht's hier vielleicht noch irgendwie irgendwo höher oder so? B klettern? Nee, das wäre dann ja wieder runter. Ist das wirklich der Weg? Ups. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, ja, um weiterzukommen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Ja, da geht's tief runter. Das Problem an der Sache ist, dass wir den nur hoch und runter bewegen können und nicht noch irgendwie links oder rechts oder sowas. Ansonsten wäre es ja wirklich einfach. Ah, warte mal. So vielleicht? Wir sind ja dort. Ups.
dann eventuell so. Ich bin mir nicht sicher. Oh, ich will hier jetzt nicht kämpfen müssen. Das wäre jetzt so ultra mega kacke fies. Schön die Leiter, die geht scheinbar. Ach so. Na gut, dann gehen wir hier mal runter. Aha! Nachtigall, ich höre dir trapsen. War jetzt nicht so ultra krass mega schwer. Aber doch irgendwie schon. Sieht nach Sonnenaufgang aus da draußen. Jetzt nicht mehr. Wäre zu schön gewesen. Zum Mirror Peak Aussichtspunkt gelangen. Ja, und ich hoffe, dass wir dort dann endlich in der nächsten Folge... ankommen und, ja, ich danke euch fürs Einschalten. Bleibt dran, es bleibt wieder mal spannend, denn ich weiß selber nicht, wie es weitergeht. Bis dahin und tschüssi.